Willkommen zurück zu Let's Play Alchemiller. Silent Hill Mod für gosh damn it, Silent, ne, Half-Life 2. Room of Old Age 6. What the fuck? What a miserable and odd looking picture. Who hung it here? Ah, scheiße. So sieht also mein Charakter aus, okay? Nice! Hier existiert gar kein Spiegel und auch keine Schrift an der Wand. Ah, Gott. Das Schlimme ist, durch meine Gewohnheit mit Horrorspielen bin ich Jumpscares gewöhnt. Und gerade so im Bereich Silent Hill ist man es ja so gewohnt, dass das Spiel eigentlich herzlich wenig darauf gibt. Herzlich wenig darauf gibt, dass da irgendwie Mindfuck-Probleme bestehen und ach ja, wir strecken mal eben das Zeitraum-Kontinuum. 206? Ah ja, der Raum. The Room of Death. Nein, danke. Ich passe. Oh shit. The riddle of rooms is very simple. You will solve it certainly. Oh, this is a save. The riddle of rooms is very simple. You will solve it certainly. Es besteht also ein Raumrätsel. 5206. Moment. Old Age. Raum of Old Age 6. Stand bei dem einen dabei. Dritte Etage. Ich halte es für nicht unbedingt eine gute Idee, dass ich überhaupt irgendwie in diesem Krankenhaus bleibe und nicht sofort eine Scheibe einschlage und abhau. Dann wiederum. Das bin ja auch nur ich. Safe Room. Direct mal safen. Pin-ups. Under there. Dead. Time X. Man merkt aber, dass sehr viel Liebe zum Detail hier reingegangen ist. Also das muss ich mal anmerken. Giddy. Yes. Und man merkt wirklich, dass die Person, die dieses Spiel gemacht hat, I can't open. The lock is broke, I can't open it. So I can't open it. Doesn't have a handle. Lining room. Ja, wie gesagt, also der Macher dieser Mod, der weiß halt wirklich wohl, worum es sich bei Silent Hill geht. Ich muss zugeben, nach wie vor, ich habe das erste Silent Hill immer noch nicht gespielt. Oder nicht vollständig gespielt, eher gesagt. Ah nein, zieht nicht solche Kacke. Ich hasse Kinder bei solchen Sachen. Sind klein und creepy. Was ist das? Das liegt hier auf dem Boden rum. Locked and I need the key to open it. P
Pillen, Tabletten, Alkohol, Spinnenweben und Eimer. Okay, what the fuck? Was zum Teufel war das? Und warum flüstere ich? It's just like a key to a locker or something. Oh mein Gott. Hey, hey. You okay? Könnte dieses Miststück noch creepiger aussehen? Madam, ich werde jetzt mal gehen. Ich will nicht da rein. Fuck that. Fuck that, fuck that. Ich bin raus, ich bin raus. Zweite Etage. Oh, mies. Warum habe ich so den Eindruck, das markiert so ziemlich den Punkt, an dem ich feststellen werde, dass der Scheiß anfängt? Oh, Nurse Room. Now it's open. Hi Lisa, Dr. Kaufmann has ordered the installation of a code panel on the door to the operation room. What I can't understand is what does he want it for? Well, whatever, it's not important. If you forget the password, remember that it consists of 4 digits. Funny enough, each digit seems corresponds to the product of the first and third digit in the numbers of 4 different rooms. There's a TV in the first room, a patient with a heart condition in the second room, there's a little girl in the third room, and the fourth room is I hate because occupant is a cranky drunk. Oh, 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 that muss ich mir kurz merken. Seems to be a product of the first and third digit in the room. Oh, shit. Ein Fernseher, der läuft im ersten Raum. Das Herz ist im zweiten Raum. Okay, als erstes muss ich mir mal gerade erstmal hier safen. Ich hab keinen Bock zu krepieren. Moment, ich glaube, hier war der erste Raum. TV in the first room. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Das wäre 7. Welcher war der nächste Room? Room. Room, wollte ich jetzt schon sagen. The Room. Ob das eine Anleihe an Tommy Wiseau ist? Genau, zweiter Raum. 7. 3. Dann das Kind. 7, 3. Das Rätsel lösen wir. Okay. Jetzt muss ich wieder raus.
hoch zu dieser kranken Schwester. Hier zu. Zu. Storage. Doesn't have a handle. 7, 3. Sie ist weg. Großer Witz ist weg. Genau, 7, 3. 4. 7, 3, 4. 7, 3, 4, 6. Hopp. Und 7, 3, 4, 6. Dum-dum-dum-dum. So, hopp. Türchen auf. Hopp. Und los geht's. 7, 3, 4, 6. Okay. 7, 3, 4, 6. Das ist doch richtig. Oder habe ich irgendwas? Shit, habe ich denn irgendwas falsch gemacht? Oh, Moment, Moment, Moment. 7, 3, 4, 6. Forget the password. Remember that this consists of 4 digits. Funny enough, each digit seems corresponds to the product of the first and the third digit in the number of the 4 different rooms. There's a TV in the first room, a patient in a heart condition, a little girl, or the crank. 7, 3. Ne, Moment, war das jetzt? 7, 3, 4, 6. 7, 3, 4, 6. Also. 7, 3, 4, 6. Aus. 7, 3, 4, 6. Ah, dann geht er hier zum Beispiel. Obwohl doch 1. 7, 3, 4, 6. 7, 3, 4, 6. 3, 1, 2, 4 vielleicht? 3, 1, 2, 4. Okay. Anscheinend muss ich dieses Rätsel im nächsten Part lösen. Ansonsten, ja, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.